blicken auf eine spannende letzte Handelswoche zurück mit dem größten Unternehmen der Welt oder zeitweise größten Unternehmen der Welt, mit dem Branchenprimus Nvidia, die Zahlen geliefert haben. Darauf werden wir eingehen in den Aktien-News-Teil. Wir haben gestern feiertagsbedingt Pause gehabt an den US-Märkten und zudem viele spannende Makrodaten letzte Woche bekommen. Und diese Woche sieht es auch spannend aus. Starten wir mal rein mit dem Marktupdate. Bevor wir auf die Indizes eingehen, gehen wir einmal auf die bestperformendste Asset-Klasse dieses Jahr an, die großen Aktienindizes deutlich outperformed hat, nämlich Gold. Tom, bist du investiert? Ich bin tatsächlich in Gold selber nicht investiert. Ich habe einen Minenbetreiber bei mir im Portfolio, den wir auch im Aktien-Roundup mal besprochen hatten. Aber sonst Gold an sich, leider, wenn man sich den Chart hier anguckt, besonders in den letzten Monaten, bei mir nicht im Portfolio. Bei dir? Bei mir, ich selber auch nicht in Gold investiert als Investor über ETF und sonst auch keine Goldbestände physisch. Also bist du quasi mit deinen Minenbetreibern indirekt investierst und profitierst so ein bisschen von dem operativen Hebel von Gold. Ja, das profitiert. Man ist ja immer so ein bisschen das Unterschiedliche. Ne? Also nach der Gold-Performance kann man ja immer nicht so ganz auch die Aktien bewerten, da natürlich, wie du sagst, auch das operative Geschäft immer so ein bisschen hinterhängt. Man ist natürlich stark abhängig vom Goldpreis, wie man es auch bei den Ölkonzernen von dem Ölpreis kennt. Aber am Ende ist das natürlich ein operatives, kostenintensives Geschäft, was da betrieben wird. Und deshalb lag meine Performance mit meiner Goldmine zuletzt nicht so gut wie die Goldperformance an sich. Aber blicken wir aber nochmal einmal auf das Asset an sich. Und wir sehen, wir haben jetzt einmal hier Year-to-Date den Chart seit Anfang 2024. Und wir sehen halt die deutliche Kursperformance. Wie gesagt, wir haben die großen Aktienindizes ausperformt. Wir hatten vorletzte Woche ein All-Time-High erreicht. Wir sehen es hier schön bei 2.500 US-Dollar je Unze. Wir haben hier den Tageschart für dieses Jahr. Und wir sehen ganz schön, was hat denn eigentlich die Kurse getrieben. Das waren zum einen, klar, das Investorengold. Wir sehen die Zuwächse in den ETF-Beständen, was darauf hindeutet, angesichts der geopolitischen Krisen. Wir sehen einen weiteren anhaltenden Krieg in der Ukraine, wir haben im Nahosten Eskalationspotenzial, wir sehen in Taiwan eine geopolitische Krise, aber auch politische Unsicherheiten, US-Wahlkampf, dann haben wir überall Rezessionsängste Neues gehabt. Das ist ein Treiber des Goldpreises, aber was der deutsche Treiber zumindest dieses Jahr war und das quasi für den langfristigen Anstieg gesorgt hat, waren einmal die Zentralbankkäufe, also man will sich so ein bisschen unabhängiger machen von den US-Devisenreserven, die ja zuletzt deutlich gefallen sind aufgrund der Zinssenkung und zudem, man weiß es nicht ganz genau, das ist immer auch ein bisschen undurchlässig in China, aber man geht davon aus, weil alle anderen Assets in China nicht performen, dass Privatinvestoren auch den Goldpreis getrieben haben. Und wie gesagt, die letzten Zinssenkungen in den USA, dadurch, dass Gold ein Asset ist, das keine Zinsen abwirft, steigt natürlich der Goldpreis, wenn die Zinsen sinken oder zumindest die Aussicht auf Zinssenkung da ist. Machen wir mal weiter mit dem DAX. Wir sehen, das Kernthema der letzten Woche war so ein bisschen die abschwächende Inflation. Wir hatten immer durchwachsende Wirtschaftsdaten in letzter Zeit. Der ZEW Konjunkturerwartungsindex, den wir uns vor zwei Wochen angeguckt haben, war deutlich negativ. Auf der anderen Seite haben wir letzte Woche die Einkaufsmanager-Indizes gesehen, wo große Firmenchefs befragt werden, wie die aktuelle wirtschaftliche Lage ist im Einkauf. Der war dann positiv und diese Woche, wie gesagt, die abschwächende Inflation, Energiepreise gehen zurück, die Kerninflationsrate, aber auch die generelle Inflationsrate geht zurück. Und das war so ein bisschen der Treiber der Kurse der Woche. Wir haben aus charttechnischer Sicht so ein bisschen Unterstützung vom 7er und 50er rollierenden Durchschnitt. Die langfristige Kursentwicklung ist intakt und wie gesagt, abschwächende Inflation als Katalysator diese Woche für die DAX-Bewertung. Wir sehen 1,2 oder knappen Prozent plus auf letzte Woche gesehen. Year to date ist man über zweistellig im Plus. Wir werden abwarten, was auch in Europa die Zinssenkungen sagen, was wie gesagt so ein bisschen auch weiterhin ein Katalysator sein kann. Wie ich schon angesprochen habe, sehen wir hier die Inflation in Deutschland, also den Verbraucherpreisindex gegenüber des Vorjahresmonats. Und wir sehen, wie sich immer weiter die Inflation abschwächt. Das ist jetzt die Headline-Inflation, also nicht die Kerninflation. Die 1,9 in grün eingezeichnet ist der letzte Inflationswert gewesen.
Und wie gesagt, deutliche Abschwächung, Treiber der Kurse in DAX. Das soll es dazu sein. Man sieht natürlich schön, dass wir jetzt, sind natürlich nur die ersten Schätzungen. Das muss natürlich noch weiter ermittelt werden jetzt. Ich weiß gar nicht ganz genau, wann kommt da jetzt auch wahrscheinlich diesen Monat noch die Zahlen zu den ermittelten Verbraucherpreisindexen. Und man sieht natürlich schön, dass wir unter den 2% sind. Das heißt, das Inflationsziel der EZB für Deutschland ist erstmal erreicht, was natürlich die Türen öffnet, wie du das gerade schon so ein bisschen meintest, für weitere Zinssenkungen, da sind wir ja schon bei den Senkungen jetzt, was das Ganze jetzt, glaube ich, eine sehr spannende Phase bis zum Ende des Jahres macht. Besonders auch, also wir haben in Deutschland natürlich die Verbraucherpreise, die runtergehen. Das Gleiche sehen wir natürlich auch in den USA. Eine sehr interessante Mischung, glaube ich, für die Indizes oder für Aktien generell, glaube ich, die jetzt kommt auf uns. Alles klar, blicken wir dann weiterhin auf den S&P. Und man muss natürlich sagen, wie auch in den letzten Wochen, bewegt sich der S&P, also der breit gefasste Index mit 500 Werten, Richtung All-Time-High. Wir haben hier eine starke Unterstützung bei 5.500 Punkten knapp, dann etwas weiter unten noch bei 4.800 Punkte eine Unterstützung. Der langfristige Aufwärtstrend ist intakt und auch die rollierenden Indizes bzw. die Trendindikatoren sagen auch, obwohl wir hier leicht negativ sind, zumindest die rollierenden Indikatoren sagen, dass wir da eine gute Unterstützung haben. In den letzten drei Wochen, wir sehen hier Wochencharts, blaue Balken, also die Kurse sind weiter gestiegen auf Wochensicht und dafür hat auch die Zinssenkungseuphorie in Jackson Hole, darüber haben wir uns ja letzte Woche ausgiebig unterhalten, gesorgt. Man preist mit 70%iger Wahrscheinlichkeit eher einen kleineren Zinsschritt ein von 25 Basispunkten, aber man hat ja auch gesagt, man macht so ein bisschen abhängig von den Wirtschaftsdaten, die reinkommen. Und diese Woche kommen wichtige Wirtschaftsdaten rein. Wir sehen Arbeitsmarktdaten, beginnen am Mittwoch mit den JOLs und dann zum Ende der Woche noch zur Arbeitslosenänderung, zur Arbeitslosenquote und. Und wie gesagt, man hat sich so ein bisschen als Fed von der, bei der Zinspolitik auf den Arbeitsmarkt konzentriert, weg hin von der Inflation, weil die sich so langsam Richtung Inflationstarget bewegt von 2%. Das sehen wir auch in der Grafik hier, das favorisierte Inflationsmaß der Fed, der US-Notenbank. Und wir sehen einmal den und natürlich auch den CPI, also den anderen Inflationsmaß, dass beide deutlich rückläufig sind. Wir haben hier die Spitzen gesehen der Inflation Mitte 2022 und seitdem die Inflation bereinigt auf die volatilen Energiepreise und Versorgerpreise deutlich rückläufig ist. Und sich das alles in Richtung Zieltarget der Fed bewegt. Was noch eine weitere spannende Grafik ist, die ich mal mitgebracht habe, ist die Magnificent Seven, die ja seit Jahresanfang und auch letztes Jahr so ein bisschen die Rallye an den Börsen getrieben haben. Das sind die großen 7 Tech-Werte, also Tom, wer ist da zum Beispiel dabei mit? Nvidia, Microsoft ist das ja, dann haben wir Alphabet, Meta und Amazon. Amazon und genau. Apple natürlich. Und ne? Apple natürlich, ja. nicht zu vergessen. Wie gesagt, die Kurse so ein bisschen getrieben haben oder die gesamte Rallye, dadurch, dass sie einen Großteil, knapp 30%, 7 Werte oder mittlerweile mehr im Index ausmachen. Und wenn die sich natürlich positiv entwickeln, da war das Stichwort KI-Fantasie, dass da natürlich immer viel Abhängigkeit dann auch herrscht von den großen Werten und zuletzt in den letzten, also den hier ist quasi im Vergleich zum Vormonat, Monthly Change, dass die sich deutlich negativ entwickelt haben und was natürlich auch dafür spricht, dass wir einen deutlich breiteren Markt haben und wenn die Indizes sich nach oben bewegen und es nicht von den Magnificent Seven kommt, dann muss es ja eine Marktbreite sein und das ist auch nochmal ganz schön zu sehen, dass wir weniger Abhängigkeit schlussendlich von den Magnificent Seven haben. Ja, das ist ja so ein bisschen diese Sektorrotation, die wir jetzt ja die letzten Wochen so ein bisschen gesehen haben, raus aus Tech so ein bisschen in diese Value-Werte, einfach in diese sicheren Häfen, die unter diesem Konsumklima, was ja im Moment doch so ein bisschen angespannt ist, besonders in den USA, einfach von den Investoren einfach erwarten, dass wir da eine sichere Performance abliefern können, sieht man hier natürlich jetzt auch schön im Index, wie du erklärt hast. Springen wir mal weiter in den Dow Jones. Da haben wir auch nicht nur beim DAX ein All-Time-High gesehen, hier auch nämlich beim Dow Jones, der 30 klassische Industriewerte umfasst. Hier getrieben natürlich auch die letzten Wochen von den Zinssenkungen oder beziehungsweise von der Euphorie, von positiven Wirtschaftsdaten letzter Woche. Wir haben ein höher als erwartetes BIP gesehen, das die Wirtschaftskraft der USA misst, was im Vergleich zum Vorquartal deutlich hochgegangen ist.
Wir sehen hier, wie gesagt, auch die abschwächende Inflation als Wirtschaftsdatum, was wir letzte Woche bekommen haben, und die Trendfolgeindikatoren MACD und RSI entwickeln sich weiter in eine positive Richtung. Also hier haben wir auch charttechnischen Rückenwind. Blicken wir auf den Nasdaq. Hier sehen wir auch den langfristigen Aufwärtstrend. Ich habe hier mal den 5. August wieder eingezeichnet. Drei Kerzen in Folge blau, was für diese Trendumkehr hier spricht. Man hat ja hier Befürchtungen auf die Rezessionsängste. Das ist mittlerweile, hat man sich davon auch erholt, und da blickt man jetzt, es gibt wenige Impulse noch von den Earnings. Die Nasdaq Earnings sind so gut wie durch, da wartet man nur noch auf die weitere Zinsentwicklung. Das zum Nasdaq. Blicken wir noch einmal nach Asien, fangen wir an mit dem Nikkei. Da hat die Aufwertung des Yen, wir sehen es hier an der roten Kerze, so ein bisschen die Aktienmärkte abgeschwächt. Natürlich, wenn der Yen stärker wird im Vergleich zu anderen Währungen, dann sinken die Handelsumsätze von den Unternehmen, wenn sie sie quasi bilanzieren in Yen. Auf der anderen Seite konnte man positive Quartalzeichen, also die Werte im Nikkei konnten positive Quartalzeichen verzeichnen im Chipsektor, was den Indiz getragen hat, und breite Wirtschaftsdaten, die gut gelaufen sind. Wir haben positive Arbeitsmarktdaten gesehen, wir haben gute Inflationsdaten gesehen, sprich niedriger als erwartete Inflation, und auch in der Industrieproduktion, die wieder angesprungen ist. Das sind hier die Katalysatoren der letzten Woche. Der Nikkei auf Jahressicht auch deutlich zweistellig im Plus und letzte Woche knapp 1% gemacht. Was hier so ein bisschen tatsächlich noch weitere Kurszuwächse verhindert hat letzte Woche, waren einmal die Nvidia-Earnings, da werden wir gleich nochmal eingehen, die gerade diese Chip-Werte in Japan deutlich abverkauft oder zum Abverkauf geführt haben. Darauf gehen wir aber gleich nochmal ein. Gucken wir einmal auf den Hang Seng, da ist ja immer so ein bisschen die Problematik, langfristig und mittelfristig befinden wir uns hier in einem deutlichen Abwärtstrend. Wir sehen hier das Dreieck mit der Unterstützungslinie, die so ein bisschen auch gleichzeitig irgendwie einen Widerstand bildet. Zuletzt an dieser grünen Ausschwung deutlich positive Wochen hat, vier Kerzen blau in Folge. Und hier haben wir einfach die makroökonomischen Risiken, strukturelle Risiken. Und wie gesagt, wir sehen hier schön eine Trendumkehr, was so ein bisschen die letzte Zeit die Märkte getrieben hat, und halt natürlich auch die Zinseuphorie von den USA und die positiven Wirtschaftsdaten, die von da quasi übergeschwappt sind auf die asiatischen Märkte. Also wenig eigenes Wachstum, quasi trotzdem positive Quartalzahlen, aber viel, was von Übersee überschwappt auf die Märkte und so ein bisschen für Euphorie sorgt. Ja, das globale Konsumklima so ein bisschen antreibt. Ne? Man hofft dann natürlich, dass wenn die US-Wirtschaft und die europäische Wirtschaft laufen, dass man dann natürlich auch auf dem asiatischen Markt oder auch auf dem chinesischen Markt, den wir jetzt hier sehen, da Umsätze generiert werden und am Ende auch mehr Gewinne generiert werden, was so ein bisschen gerade so zur Trendumkehr führt, obwohl man tatsächlich, ich glaube, ja gar keine eigenen Zinssenkungen zuletzt angekündigt hatte, oder? Nee, also wie gesagt, da ist so ein bisschen, dass die Lage verschlechtert sich. Da ist auch die Inflation niedriger als erwartet, deswegen kein Druck von der chinesischen Zentralbank, da die Zinsen zu erhöhen. Man hat ja auch lange Zeit mit Deflation zu kämpfen. Inzwischen ist es auch so ein bisschen umgekehrt in eine Inflationsrichtung gegangen, aber alles noch moderat im Rahmen, also was ja auch für das Wachstum beiträgt, eine leichte Inflation, wie gesagt, alles da im Rahmen.